Ja, die finden sie noch beim nächsten Mal. Ja, hier hat sie noch viel Platz, hier ist alles noch nicht im Graben. Wir müssen hier unheimlich aufpassen, dass wir nichts fallen lassen. Ja klar, das haben wir hier verteilt. Warte mal, verteil doch noch so ein paar Schnallen, dann habe ich mal. Aber da habe ich noch so Trick, aber das ist unten drin wird ein Feuer entfacht und dann geben wir die Bestückung, welche aus einem geeigneten Brennmaterial, in diesem Fall Holzkohle und Raseneisenerz in diesem Fall, also diese Brocken, die da vorne liegen, besteht. Das Erz wird allerdings noch geröstet und zerbröselt. So, das geben wir abwechselnd oben rein. Das brennt runter, dann geben wir wieder Neues rein. Dieser ganze Prozess, den lassen wir ungefähr 4 bis 5 Stunden brennen. Das ist relativ wenig Zeit, das machen wir einfach aufgrund der Marktbedingungen, damit für das Publikum noch innerhalb der Marktzeiten der Ofen morgen geöffnet werden kann. Man könnte diesen Ofen auch durchaus 10-12 Stunden lang brennen lassen. Jetzt ist es so, dass bei dieser Verbrennung im unteren Teil des Ofens erreichen wir vor der Düse Temperaturen von bis zu 1300 Grad. So, bei dieser Verbrennung entsteht, da wir einen hohen Kohlenstoffgehalt haben, also da wir sehr viel Holzkohle reingeben, haben wir keine saubere Verbrennung, wo Kohlendioxid entsteht, sondern wir haben einen hohen Anteil Kohlenmonoxid. So, dieses Kohlenmonoxid reagiert mit dem Eisenerz, denn Eisenerz ist im Grunde nichts anderes als zu großen Teilen Eisenoxid, also eine Verbindung aus Eisen und Sauerstoff unterschiedlicher Wertigkeit. Und wie schon gesagt, das Kohlenmonoxid reagiert nun mit dem Sauerstoff aus dem Erz, bildet Kohlendioxid. Das Kohlendioxid strömt oben aus dem Ofen raus und was übrig bleibt, drei verschiedene Stadien. Wir produzieren also im unteren Teil des Ofens klitzekleine relativ reines Eisen. In den Erz sind allerdings noch andere Bestandteile, vor allen Dingen Silikate. Diese Silikate, die schmelzen, verbinden sich mit nicht reduziertem Eisenoxid und bilden eine Schlacke. Diese Schlacke ist, wenn alles gut läuft, sehr, sehr dünnflüssig und rinnt tatsächlich im Ofen zwischen den glühenden Holzkohlestückchen weiter nach unten und transportiert diese vielen kleinen Eisenpartikel mit sich. Im unteren Teil des Ofens, unterhalb der Düse, bildet sich ein Schlackesee. Und in diesem Schlackesee fangen nun diese vielen kleinen Eisenpartikel an, aneinander zu backen. Sie konglomerieren zu einer Art Schwamm, zu einer Art, ja tatsächlich einer Art Eisenschwamm, der sogenannten Lumpe. Schöne Größe für dich, ne? Guck mal, so einen habe ich auch. Siehst du? Das kann er alleine. Das kriegt er schon. Siehst du, prima, kriegt er alleine hin. Das ist toll. Das ist brauchst du ja. Aber jetzt machst du das schon.
dazu. Jetzt ist der neue Schwert gezeigt. Ah, da. Das ist schick. Die Leute haben das Wo ist denn dein Schild? Wenn, dann musst du auch dein Schild mitnehmen, oder nicht? Keine halben Sachen. Genau, du kannst auch schön schöner lachen. Genau, diese hier sind dann gekommen. Nicht angreifen, wir sind doch Freunde. Wenn es geht, klein. Das sind wir am liebsten. Ja. 8 Euro. Sehr schön, danke. So, Finger weg. Das ist ein Sack. Nee. Ich bin wieder heimgefahren. Wir haben das alles erzählt und gesungen. Gern gemacht. Die verlieren jetzt Interesse. Jetzt weiß ich muss aufhören. Viel Spaß noch. Danke.